Weil ich ja so tue, als ob ich Ahnung von Fahrrädern habe, bekomme ich sehr oft Nachrichten wie diese. Liebe Anke, du bist die tollste Frau im Internet. Ich suche gerade einen Fahrradcomputer und was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Wahoo Element Roam und dem Element Bolt? Okay, also das mit der tollsten Frau im Internet war gelogen, aber die Frage kommt tatsächlich sehr oft. Und ich hatte genau die gleiche am Anfang, als ich mir meinen Fahrradcomputer gekauft habe, weil ich bei den ganzen Funktionen einfach nicht durchgeblickt habe. Richtige Influencer machen bei sowas ja immer Unboxing und zaubern Produkte aus ihren Paketen raus. Aber wir machen das jetzt umgekehrt. Bei Bicomponents, der Heimat des Inboxing. Also, was kommt rein in den Karton? Wahoo Element Roam versus Wahoo Element Bolt. Bei How to Fahrrad. Also los. Der erste Fehler bei der Nachricht an mich. Fragst du nicht die komische Frau aus dem Internet? Die hat nämlich tatsächlich noch einen richtigen Beruf und keine Zeit, den ganzen Tag Produktberatung zu machen. Frag lieber die Crew bei Bicomponents. Die haben nämlich nicht nur mehr Ahnung als ich. Die antworten auch Montag bis Samstag auf so ziemlich jedem Kanal. Aber weil ich schon mal da bin, navigiere ich jetzt trotzdem durch die ganzen Details durch. Dinge, die man vor dem Kauf bei einem Fahrradcomputer checken sollte, sind: Größe und Lesbarkeit des Displays, die Akkulaufzeit, GPS-Ausstattung und wie genau die Standortbestimmung ist, übersichtliche Darstellung, einfache Bedienbarkeit und Verständlichkeit der Navigation, interne Speicherkapazität, vorhandene Sensoren und Bluetooth-Verbindungen plus Kompatibilität mit geilem Schnickschnack, den man integrieren kann. An meinem Gravelbike ist zum Beispiel die zweite Version des Element Roam. Die erste war auch schon top, aber die zweite kann noch mal ein bisschen mehr. Und auch beim Bolt konzentrieren wir uns auf das momentan aktuelle Modell. Weil es reicht ja, wenn die Präsentierdame veraltet ist. Also Tacheles, was kann das Ding? 3, 2, 1 Teleshopping. Wichtig ist, wie gesagt, das Display. Das sollte spiegelfrei und kontrastreich sein, damit die Ablesbarkeit auch während dem Fahren gut ist. Hier beim Roam, check. Habe ich bisher wirklich immer alles gesehen, egal ob die Sonne drauf geballert hat oder es regnet. Und das wird auch in unabhängigen Tests immer gelobt. Das Display ist außerdem schön groß, was praktisch ist, weil man damit im Aufzeichnungsmodus mehr Infos auf einmal hat. Aber man kann auch reinzoomen, wenn man zum Beispiel nur den Speed sehen will. Auch die Kartenansicht ist entsprechend groß. Und gerade mit dem Gravel- oder Mountainbike ist man ja nicht immer auf so dicken, fetten Bundesstraßen unterwegs, die man super auf der Karte sieht, sondern auch mal auf schmalen, gestrichelten Wegen wie hier oben. Und wenn da das Display zu klein ist, dann können die optisch untergehen. Und das nervt, weil man dann nicht auf einen Blick sieht, wo jetzt zum Beispiel die nächste Abzweigung kommt und das Navigieren mehr Aufmerksamkeit braucht. Was zum Beispiel auf Trails echt ungut ist. Deswegen wäre meine Empfehlung für alle, die auch öfters auf unbefestigten Straßen unterwegs sind oder langsam in mein Alter kommen und nicht mehr die besten Augen haben, der Roam. Auch deswegen, weil da ein Dualband-GPS drin ist. Muss ich auch erst googeln, was das bedeutet, aber das heißt, der Roam fährt bei der Satellitennavigation zweigleisig und nutzt immer zwei verschiedene Frequenzen gleichzeitig. Also quasi doppelt navigiert besser. Und das kleine Teil hat immer Kontakt zu 7 verschiedenen Satelliten. Und dadurch ist die Positionsbestimmung selbst in Regionen exakt, wo der GPS-Empfang schlecht ist. Und man kann immer sicher sein, dass man garantiert die richtige Abzweigung findet zu den wirklich wichtigen Dingen. Servus! Ein Radler bitte! Dankeschön. Ciao. Ciao, lass dir schmecken. Oh, immer. Nächster Punkt, Akku. Mit 17 Stunden hat der Roam definitiv mehr Laufzeit als ich. Außerdem hat das Ding auch ein Beschleunigungsmesser, eine Temperaturanzeige, ein Gyroskop für die genaue Lagebestimmung und einen Kompass. Ist also insgesamt auf Abenteuer ausgerichtet.
Und mit 32 GB internem Speicher sind auch längere Touren möglich, ohne dass man das Kartenmaterial wechseln muss. Also zum Beispiel längere Bikepacking-Trips, wo man mehrere Länder durchqueren muss, oder halt auch einfach das Lager bei Bike Components. Die zweite Option bei Wahoo ist der Element Bold. Und da sieht man jetzt im Vergleich Katzenhaare. Der ist wesentlich kleiner als der Roam. Die kommen auch immer eingeschaltet im Karton. Ganz wichtig. Das drapiere ich jetzt mal auf meiner schicken Sitzgelegenheit hier, damit man das besser erkennt. Wie gesagt, Größe. Im Vergleich zum Roam ist der Bold wesentlich kleiner. Aber mit 68 Gramm im Vergleich zu 93 Gramm auch wesentlich leichter. Das ist für diejenigen Vorteil, die vor allen Dingen auf Gewicht und Aerodynamik Wert legen. Also will heißen, die Rennradfraktion, weil da ist ja kleiner und leichter immer besser. Wenn das Gerät kleiner ist, dann heißt das aber natürlich auch, dass die ganze Displaygröße kleiner ist. Nämlich beim Bold 2,2 Zoll im Vergleich zu 2,7 Zoll beim Roam. Aber man kann mit den zwei Tasten auch wieder reinzoomen, um bestimmte Daten größer anzuzeigen. Zoomen über die zwei Knöpfe geht auch bei der Kartenanzeige. Und auch da ist es beim Rennrad ja nicht so ultimativ wichtig, wie groß die ist, weil man ja meist auf Straßen bleibt und man die eigentlich immer gut erkennt. Vor allen Dingen in der farbigen Version mit 64 Farben, wie auch beim Roam, weil die erste Version von Bold war noch schwarz-weiß. Und genauso wie man hier den blauen Fluss erkennt, würde man auch den Strom an blauen Kisten im Lager von Bike Components erkennen, weil ich hier so hart influence, dass bald das Lager geflutet wird vor lauter Bestellungen. Kleiner ist allerdings nicht nur das Display, sondern auch der interne Speicher. Und zwar mit 16 GB beim Bold halb so groß wie 32 GB beim Roam. Allerdings auch wesentlich größer als die erste Version von Bold. Die hatte nämlich nur knapp 3 GB. Wer Kontinente überqueren oder die Trainingspläne für 10 Jahre da drauf laden will, der sollte sich das natürlich überlegen. Wobei ich sagen muss, dass mir der kleine Speicher bisher auch immer gereicht hat. Genauso wie das Single-Band-GPS. Wir erinnern uns, beim Roam hatten wir Dual-Band, aber der Bold fährt eingleisig und hat statt mit 7 Satelliten auch nur mit 5 Satelliten Kontakt. Das haben wir auch gerade gemerkt, als wir ein Close-Up von den Karten machen wollten und dann gesehen haben, dass der Roam auch im Bike-Components-Office wunderbar die Kartenansicht hat, während der Bold leider immer noch sein GPS sucht. Wobei ich sagen muss, dass ich in freier Wildbahn mit dem Bold auch immer hervorragend zurechtgekommen bin. Genauso wie mit der Akkulaufzeit. Statt 17 Stunden beim Roam sind es 15 Stunden beim Bold. Aber ey, come on, 15 Stunden. In kurz. Der Bold ist kleiner, leichter, ein bisschen weniger Hightech, aber für die meisten Menschen wirklich tipptopp, vor allen Dingen, wenn sie mit dem Rennrad unterwegs sind. Mir hat es damals ehrlich gesagt schon gereicht an Infos für meine Kaufentscheidung, aber Granfondo hat es natürlich wesentlich detaillierter wieder aufgedröselt. Also, wer es ganz genau wissen will, hier ein Link für die Nerds. Und auf der Wahoo-Webseite gibt es im Übrigen auch eine hervorragende Gegenüberstellung von beiden Geräten mit allen technischen Details. Aber weil das Internet ja faul ist, mache ich hier nochmal die Vorleserin. Also die ganzen Unterschiede habe ich hier jetzt schon aufgezählt. Ansonsten bekommt man aber mit beiden Fahrradcomputern allen technischen Schnickschnack, den man von modernen Geräten erwartet. Ich lese das jetzt einfach vor, weil das kann sich echt kein Mensch merken. iPhone und Android kompatibel, klar, mit Navigation und Trainingsaufzeichnung, inklusive WLAN, Bluetooth und AirPlus. Routen sind kabellos synchronisierbar. Außerdem kompatibel mit allen gängigen Routenplanungs-Apps wie Strava und Komoot. Inklusive weltweitem Kartenmaterial und gratis Updates, die man im Übrigen auch immer unbedingt machen sollte, damit man auf dem neuesten Stand ist. Aber Obacht, nicht mit den Komoot-Regionen verwechseln, die man für die Routenplanung braucht.
Das ist dann wieder was anderes. Erkläre ich in einer anderen Episode. Einfache Steuerung über 6 Tasten und die Element Companion App. Beide haben also keinen Touchscreen, wofür sich der Akku bedankt, sonst wäre er nämlich schneller leer. Individuell anpassbare Displayanzeige und besagte Zoom-Funktion auch über die Tasten. Außerdem gibt es smarte Navigation mit Funktionen wie zurück zum Start, Ziel unterwegs ändern oder, was für mich sehr wichtig ist, zurück zur Route, wenn man doch mal falsch abgebogen ist. Dann wird die Route automatisch neu berechnet, damit man flott wieder back on track ist. Automatische Routenerstellung funktioniert auch direkt auf dem Gerät, also ohne Komoot und Co. unter dem Stichwort Take Me To. Automatische Anpassung der Hintergrundbeleuchtung gibt es auch. Abbiegeanweisungen oder Herzfrequenzzonen werden außerdem mit LEDs und Sound angezeigt, wenn man das will. Weil alle Töne sind auch nach Belieben ein- oder auszustellen. Ja, und Live-Tracking gibt es auch. Wasserdicht sind beide bis 1,5 Meter. Und Laden geht über USB-C, inklusive Schnellladefunktion, auch während dem Betrieb. Benachrichtigungen über Anrufe und SMS gibt es auch, wobei ich das ja ehrlich gesagt immer strikt ausschalte, weil für mich ist Fahrradzeit Offline-Zeit, aber jeder wie er mag. Und natürlich Verbindung mit Wahoo-Rollentrainern, smarten Uhren und dem ganzen Zeug. Und kein Scherz, selbst Hämoglobinwerte und seinen Blutzuckerspiegel könnte man sich anzeigen lassen. Hey, was es nicht alles gibt. Für mich allerdings am wichtigsten die individuell einstellbaren Erinnerungen, wann man essen oder trinken sollte. In diesem Sinne. Letztes und oft entscheidendes Kriterium ist der Preis. Dementsprechend, was die zwei technisch können, kosten sie auch. Der Roam kommt in der unverbindlichen Preisempfehlung auf 3,99, der Bolt auf 2,99. Wobei, hust, hust, auf unserer Shoppingseite bei Buy Components ja auch öfters mal Schnäppchenpreise zu finden sind. Da weise ich jetzt auch mal ganz unverbindlich drauf hin. Und ja, das ist nicht wenig Geld, aber der Preis ist schon gerechtfertigt, auch im Verhältnis zu anderen Herstellern. Und klar ist ein Tamagotchi billiger, aber da hängt halt auch ein halber Laptop am Lenker. Und ganz ehrlich, die Dinger leben ewig. Und nach kürzester Zeit erinnert man sich eh nicht mehr, was das ursprünglich gekostet hat. Stattdessen ist es einfach so viel geiler, als mit dem Handy rumfrickeln. In kurz, wem kleine Größe und geringes Gewicht am wichtigsten sind und wer meist eh auf befestigten Straßen unterwegs ist und kein großes Display braucht, nimmst du den Bolt. Sparst du dir einen Hunni und hast ein 1A-Gerät. Wer viel auf unbefestigten Wegen unterwegs ist, auch in abgelegeneren Gegenden, wo der GPS-Empfang nicht so gut ist, oder das größere Display als Wellness für die Augen haben will, nimmst du den Roam. Ist zwar ein Ticken teurer, aber der leistungsstärkste Fahrradcomputer bei Wahoo. Ich habe am Gravelbike den Roam und am Rennrad den Bolt und bin mit beiden total happy. Und genau das Gleiche hätte ich auch vor 5 Jahren erzählt, bevor ich von Wahoo bestochen wurde. Aber auch ein Garmin-Influencer, get it? Wird dir sagen, dass die Geräte super sind und keiner von uns beiden lügt. Jetzt mal ganz ehrlich, für 99% der Leute ist es schlichtweg egal, von welchem Computer sie sich anblinken lassen. Ankommen tust du mit fast allem, was es auf dem Markt gibt. Meist liegen die Unterschiede eher darin, welche Benutzeroberfläche einem sympathisch ist, welche Kartenerstellung man gut findet und nicht zuletzt, welches Gehäuse man schicker findet. Und das ist vor allen Dingen Geschmackssache. Bei Garmin ist zum Beispiel die Bedienung komplexer. Da muss man sich schon ein bisschen ins Menü reinfuchsen. Und ich finde eben den Wahoo sehr intuitiv und kann das Menü inzwischen im Schlaf bedienen. Das würde ich auch Einsteigern empfehlen. Wer jetzt aber sagt, ich will mich nicht von der Tussi im Internet influenzen lassen. Ich will ein Garmin oder ein Hammerhead oder ein Sigma. Ja, wunderbar. Da schließt sich dann der Routenkreis und dann kannst du schön wieder bei den Kollegen vorne bei Bike Components anrufen. Die können dir dann sagen, ob der andere Krempel auch was taugt. Welcher Computer am Ende im Karton landet, muss also echt jeder für sich selbst entscheiden. Und mir ist egal, was du kaufst. Hauptsache, die Routenführung zu Abo und Likes funktioniert. In diesem Sinne, okay, ciao.
Here we go again. Season 3. What are we doing? Der Mann von der Barma nebenbei. Der macht das fast besser als ich. Wir lassen den einfach die Episode machen. Ich bin raus. Also in kurz, der Rome ist der. Ich möchte halt auch mal betonen, dass bei Bicomponents die Marketingchefin hinterm Tresen steht und sauber macht. Das gibt's halt auch nicht überall. Ja? Da wird halt wirklich in allen Bereichen zusammengearbeitet. Oh, love it. Das war der, den ich mir von Bicomponents ausgeliehen habe.